Was geht ab, Freunde? Euer Set hier. Ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 22 Trading Video. Heute habe ich eine unfassbar einfache Trading Methode für euch, die im Moment sehr, sehr gut funktioniert, um eine Menge Coins zu machen. Bevor ich euch aber Step by Step zeige, wie diese Methode funktioniert, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke, um keine Trading Videos mehr zu verpassen. Und wenn euch das Video weiterhilft, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr supporten. Jetzt gehen wir aber auch direkt rein, let's go. Ich zeige euch wie immer erstmal meine Verkäufe. Ihr seht hier schon 24 Verkäufe. Okay, der Gündogan gehört jetzt nicht dazu, das ist ein Flip, der über Nacht noch weggegangen ist. Es geht tatsächlich, wie ihr schon sehen könnt, heute um Wappen. Wappen sind nämlich tatsächlich sehr, sehr underrated, was das Trading angeht. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin nämlich selbst auf den Transfermarkt gegangen und habe mich dabei erwischt. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, zum Beispiel Dortmund-Wappen gesucht. Ich habe nicht nach dem günstigsten gesucht. Ich bin nämlich einfach auf den Markt gegangen und habe geguckt, ja, der Preis ist einer der günstigsten, passt schon, nehme ich mir mit für 1500 Münzen. Obwohl das gar nicht der günstigste Preis war. Ich habe später geguckt, ich hätte für das Wappen eigentlich nur 700 Münzen bezahlen müssen. Ich habe also quasi fast das Doppelte dafür bezahlt. Und so wie mir geht es halt sehr, sehr vielen FIFA-Spielern da draußen. Bei Spielern guckt ihr danach, was die kosten. Bei Wappen, warum auch immer, nicht. Heißt, das machen wir uns zunutze, indem wir einfach mit Wappen traden. Was ihr genau machen müsst, für welche Preise ihr die einkaufen sollt, welche Wappen ihr einkaufen sollt, das zeige ich euch jetzt auf dem Transfermarkt. Auf dem Transfermarkt gehen wir nämlich wie folgt vor. Ihr müsst unter dem Reiter Stadion, könnt ihr einfach Wappen eingeben. Das ist schon voreingestellt, da müsst ihr nichts ändern. Qualität könnt ihr auch so lassen. Wichtig ist, dass ihr bei Inhaltstyp authentisch einstellt und dann könnt ihr nach Ligen und nach speziellen Vereinen suchen. Ja, also dann könnt ihr ganz gezielt danach suchen. Welche Wappen könnt ihr jetzt benutzen? Theoretisch geht es mit allen Wappen, natürlich mit den beliebten besser. Heißt, ihr könnt anfangen mit Barcelona, Real Madrid, PSG, Dortmund, Bayern, Tottenham, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Deutschland, Brasilien, also internationale Wappen. Also ihr könnt da wirklich von den Top-Vereinen die Wappen nehmen. Stellt euch da breit auf. Also nehmt so viele Wappen wie möglich mit. Inter Mailand, Milan geht zum Beispiel auch noch. Ich zeige euch das jetzt einfach anhand eines Beispiels. So, wir gehen zum Beispiel mal in die Premier League und gucken mal, was nehmen wir? Manchester United Wappen. Was ein Manchester United Wappen kostet. Passt jetzt genau auf. So geht ihr nämlich auch vor. Sucht euch ein Wappen aus und guckt erstmal, was der günstigste auf dem Markt ist. Geht einfach nach oben. Sofortkaufpreis immer anpassen. Und dann guckt ihr einfach, okay, 900 Münzen, ihr seht schon, das Wappen ist seit 8 Minuten auf dem Markt. Es kauft einfach keiner. Es ist das günstigste, denke ich mir so. Jo, nehme ich mit, habe ich bekommen. Weisen wir jetzt zu. Und was er jetzt macht, wichtig, einfach 500 Münzen auf das Wappen draufschlagen. Ich kann es jetzt leider nicht machen, weil ich eine volle Liste habe. Ich habe es jetzt für 900 Münzen gekauft. Heißt, ich würde es jetzt für 1300 Münzen Startpreis und 1400 Münzen Sofortkaufpreis anbieten. Und das könnt ihr einfach mit ganz, ganz vielen Wappen machen. Sucht euch da verschiedene raus. Geht nicht nur auf ein Wappen. Ja? Ich habe euch gerade die Top-Wappen genannt. Nehmt das günstigste Wappen 1, 2, 3, 4 mal mit, wie ihr möchtet. Für maximal, sage ich euch auch, 950 Münzen. Ich würde nie mehr als 950 Münzen für ein Wappen ausgeben. Gerade wenn jetzt viele die Methode gleich machen werden, nie mehr als 950 Münzen. Wenn das Wappen mehr als 950 Münzen kostet auf dem Transfermarkt, ist es verbrannt. Dann sucht euch ein anderes. Wichtig ist natürlich auch eine volle Liste. Da haben jetzt schon ein paar gefragt, warum volle Liste. Freunde, ganz einfach. Je voller eure Liste ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Sachen verkauft und ihr wollt ja Coins machen. Wenn ihr nur drei Wappen auf der Liste habt, dann dauert das. Weil wir bieten die Wappen ja auch etwas wie V an. Heißt, es gehen ja nicht alle sofort weg. Also ihr werdet jede Stunde, wenn ihr eine volle Liste habt, das verspreche ich euch, das war bei mir jetzt die letzten beiden Tage so, immer ein paar Verkäufe haben. Wenn ihr mal einen Durchgang keinen Verkauf habt, ist auch nicht schlimm. Aber in der Regel werdet ihr immer ein paar Verkäufe pro Stunde haben. Wenn ihr Wappen verkauft habt, nachkaufen. Wenn ihr merkt, ein Wappen klappt besser als das andere, dann kauft das Wappen, was besser klappt, ein paar Mal mehr ein. Sollte eigentlich ganz klar sein, oder? Wichtig ist, dass ihr wirklich geduldig seid beim Trading, Freunde. Geduld ist das A und O. Und wenn ihr das jetzt durchzieht mit dem Wappen, könnt ihr richtig viele Coins machen. Ihr macht 500 Coins Gewinn pro Karte minus EA-Steuern. Das sollte für jeden machbar sein. Das war auch schon wieder die Methode. Ich finde, einfacher Coins machen geht gar nicht, oder? Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ich versuche wie immer alles zu beantworten. Ansonsten war es das auch schon wieder für heute. Wir sehen uns im nächsten Trading-Video wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Viel Spaß beim Trading. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Seth.